Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich habe ein bisschen offscreen was gemacht. Und zwar habe ich dieses Bahnhofsvorfeld hier komplett neu gemacht, wie ihr seht. Weil mit dem alten war ich einfach nicht zufrieden. Es hat nicht gut ausgeschaut und ich dachte, ich mache das jetzt nochmal komplett neu. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz ein Speedbild, wie ich das Ganze gemacht habe. Und das kommt jetzt. We'll be right back.
Ja, da habt ihr gesehen, wie ich das gebaut habe. Es ist nicht ganz perfekt und ich werde auch garantiert nochmal weiterarbeiten. Ich finde das eigentlich ganz schön. Also hier haben wir zwei Glas, also WR-103 zweimal und eine Class 45, eine der Peak-Lokomotiven. Und bei dem keine Ahnung, was das für eine Class ist, wo der her ist, aber hat irgendwie schön ausgeschaut. Was ich jetzt aber gerade gesehen habe, da fehlt ein kleines Signal. Und zwar so eins. Und hier haben wir ein ganz großes. Gut, passt. Dann hätten wir das. Ansonsten, machen wir mal kurz die Zeit wieder weiter. Schauen wir mal, was die Lieder machen. Also, die machen eigentlich einen ganz guten Gewinn zusammen. Also, da bin ich ganz zufrieden. Auslastung passt. Hier haben wir momentan 96 Weizen, die warten. Und wie schaut es da hinten aus? Wartet gar nichts? Warum? Also, der kommt einfach nicht hinterher, so wie es aussieht. Gut. Muss man nochmal schauen, ob wir dann mal nachjustieren müssen. Gut, ich würde sagen, wir bauen hier weiter bei den zwei Brücken. Und zwar möchte ich die Linie hier nach links weitermachen. Und zwar bis nach Banzo. Also wenn ihr da einen besseren Namen habt, dann bitte gerne in die Kommentare reinschreiben. Wo machen wir den Bahnhof hin? Neue Fahrzeuge, Douglas DC4, oh, und die Big Boy und die AE44 von der BLS und die Wiener Tram. Wenn ich mal denke, wenn die hier hingeht, soll die dann da so entlang fahren? So außen rum oder innen drin? Ich würde sagen, wir machen den Bahnhof irgendwo hier hin. Schauen wir doch mal. Was nehmen wir da für einen Bahnhof? Machen wir da einen großen oder einfach nur so einen Durchgang? Ich glaube, wir machen nur so einen Durchgangsbahnhof. Da habe ich so eine Curved Station irgendwo. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich die habe. Ist die schon verfügbar, die Curved Station? Ah, Curved Station. Hier machen wir 320 Meter mit 4 Gleisen. Und die hätte ich auch gern curved. Mal schauen. Machen wir die so, die soll dann irgendwie hier so reinfahren. Wir machen maximal Curvians. So vielleicht. Und keine Brücke bitte, danke. Was ist Gebäude? Ach so. Eher so. Irgendwie so in die Richtung. Bridge haben wir gesagt, nein. Also machen wir es wirklich so. 4 Gleise. Ja, doch. Aber mal kurz dahin. Mal kurz gucken. Geht dann da so raus. Hier schaut, macht dann hier die Curve und so weiter, dann gerade, ja, das könnte hinkommen. Und hier vermutlich mit einem Tunnel hier durch, anders glaube ich, wird es schön nett werden. Okay. Erstmal den Stuff hier doch mal glätten. Dann wollen wir hier mal die Straße abreißen. So, Gleise. Würde ich gern 160 nehmen. Jetzt muss auch rein von der Curbians. Das ist nicht die gleiche Kurve. Ungefähr so. Dann hier so geradeaus weiter und dann darüber. Kommt das vom Radius hin? Vielleicht doch ein bisschen so. Vielleicht eher so von der Kurve.
Machen wir es mal ganz kurz so. Double Track habe ich wieder an, okay. Und dann machen wir das in der Mitte an Durchfahrtsgleis und hier sie dort joinen. Mit einmal eine Kreuzung. Okay, können wir gerade schon mal Signal setzen. Hier einmal hier. Und dann hätte ich noch gern hier Ausfahrsignale. Und zwar an jedem Bahnsteig. Gut. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So. Auf eine Kurve fällt, kommt keine Kurve. Das heißt, wir brauchen jetzt hier mal eine gerade Section. Das wäre dann hier. Echt, das wäre sogar gerade. Und dann hier nochmal eine Kurve. Wir sind hier viel zu weit oben, ne? Mal kurz gucken, wie das dann aussieht. Dann hier eine Kurve. Oder hier drüber. Wenn ich jetzt hier sage, du sollst abfallen. Machst du mir hier trotzdem eine Brücke. Gerade Sektion. Das müssen wir hier auf alle Fälle schön machen. Dann haben wir hier die Kurve. Die könnte man eigentlich gerade richtig ausrichten. Ungefähr so. Wenn man da hinten auf, wenn wir hier die Kurve so reinmachen, kommt man irgendwie hier so entlang. Das könnte irgendwie hier so, das könnte hinkommen. Wenn wir das, oder machen wir es doch weiter. Hier dann so. Ich glaube, wir machen es mal so. Geht dann hier steil runter, relativ. Okay, machen wir es einfach mal. Und dann haben wir hier eine 120er Beschränkung. Wie wäre es mit einer anderen Brücke? 160, wie sieht denn das aus? Boah, nee, das sieht scheiße aus. So eine Brücke. Ja, machen wir das mal. Okay, das zweite Gleis. Wunderbar. Ich hätte es hier gleich schon mal schön. Vielen Dank. Dann müssen wir hier noch einmal einen Übergang machen. Das machen wir hier. Naja, jetzt habe ich wieder kein Geld mehr. Warum habe ich denn jetzt hier drei? Ach, war da jetzt hier. Parallel Tracks noch angehabt. So. Jetzt mal die Zeit mal ein bisschen schneller vergehen. Die Tränke manchmal mal wegmachen, die brauchen wir nicht. So. Na komm, macht mal Geld. Den Käfig hier drin. So. Ich werde dann auf alle Fälle Mitfahrten machen. Ich will ja wissen, wie die Strecke aussieht, ob es gut ist. So, jetzt wollen wir hier mal schauen. Mit der Brücke da. Es wird auf alle Fälle enger werden hier. Kommt dann hier so raus. Es ist. Wobei, könnte noch gerade noch halbwegs. Aber wie wäre es denn am schönsten so irgendwie, ne? Weil das jetzt hier so ziehen würde. Es könnte hinkommen, wenn man das so macht. Das heißt, diese Straße muss hier erstmal weg.
heißt, Radius hier ungefähr gleich lassen. Es könnte stimmen. Sowas müsste man gleich von Anfang an ziehen. Und dann hier so hin. Ich glaube, da haben wir da vorne schon mal zu viel gezogen. Da zweit weg. Wenn ich mir jetzt von da hinten mal das mal gerade rausziehe. Einfach nochmal so testweise. Sind wir irgendwo da? Wenn wir hier gerade fahren. Sprich, ich müsste irgendwie von da nach da. Da macht er mir ein S-Band hier rein. Nee, das geht nicht. Wir fahren, glaube ich, schon von da. Irgendwie so. Keine parallelen Tracks. Warum jetzt ein Tunnel auf einmal? So, hier. Muss der sein? Ich hätte hier nämlich gern gar keinen Tunnel. So. Wir ziehen das jetzt mal so raus. Okay. Nice. Ziehen wir das mal hier schön. Gut. Die Straße da vorne darf jetzt dann auch erstmal weg. Muss man da noch überlegen, wo ich das Depot hin mache. Also erstmal hier gerade. Dann ziehen wir hier mal eine leichte Kurve. Dann wieder gerade. Bis wir da vorne sind. Dann hätten wir hier wieder eine Gerade drin. Das heißt, hier müssen wir eigentlich nochmal gerade werden. Falsche Seite! Mir so eine kleine S-Kurve reinkriegen, ne? Außer wir fahren so, warte mal. Wenn wir jetzt wie sieht das aus? Ja, machen wir das mal so. So, ein Haufen neue Loks. Interessant. Dann eh gleich brauchen. Wahrscheinlich, der kommt hier dann so raus, macht die kurze Gerade und dann hier so. Ah, mit der S-Kurve bin ich jetzt noch nicht so glücklich. Hier so vielleicht ein bisschen weiter. Eher so gerade fahren. Ne, das gefällt mir nicht. So, machen wir es gerade hier nochmal. Hier weiter. Ist jetzt ein bisschen schade, dass ich den Wald jetzt hier ruiniere. So. Jetzt haben wir aber hier trotzdem eine S-Kurve dann drin. Das heißt, wir müssten eigentlich hier nochmal ein bisschen weiterfahren. Also,
Wir machen dazu. Hätte ich gleich schon anders bauen sollen. Und dann schließen wir da jetzt mit der Kurve einfach an. Und zwar würde ich sagen... Ah, ist das laut. Ab der Brücke. So. So bin ich zufrieden. Ist zwar nicht die schönste Kurve da, aber das passt. Ziehen wir das mal hier wieder schön. Und auch hier. Sieht denn das aus? War das Waldstück hier? Okay. Gut. Wir machen jetzt mal kurz Autosignaling. Und zwar mit dem Autosig an. Und zwar machen wir das erste hier. Nice, dann haben wir die alle im gleichen Abstand. Das passt mir aber hier nicht. Und hier genau das gleiche. Nice, wir machen aber zur Sicherheit hier nochmal eins. Gut, dann hätten wir mal da die erste Strecke. Jetzt müssen wir hier den ganzen Schmarrn wieder verbinden. Wir nehmen dazu, nehmen wir dich? Nein, wir nehmen auch nicht dich. Oder doch? Nein. Ist es das da? 70. Müsste die gleiche Straße hier. Ja. Gut, machen wir hier mal einen schönen Weg nochmal. Hast du hier wieder deine Zufahrtsstraße? Nice. Und jetzt müssen wir da hier irgendwie drüber. Drunter. Wir könnten da auch mal drüber gehen hier. Ungefähr so. Ah, damals das Feld hier natürlich im Weg. So. So, einmal begradigen. Das machen wir hier jetzt auch anders. Wieder was Neues. Achso, wir sind ja noch im Schnellvorlauf. Könnte das mal passieren. Die Baldwin, neue Trams und die Alco PA. Gut. Dann kommt die jetzt hier erstmal drüber. Ober noch so ein Ding. Ach, da war noch so ein Fall. Aber weißt du was? Dich machen wir ganz anders. Dich führen wir jetzt auf der Seite rum. Da so eine kleine Zufahrt.
Okay. Irgendwo bist du noch killt. Ja, genau, hier. Da, glaube ich, mache ich jetzt aber einen Tunnel. Zwar 1, 2, 3, 4. Reicht nicht. 5. So, dann wieder einmal zurücksetzen. Wunderbar. Und auf der anderen Seite wieder raus. Okay, und dann würde ich sagen, macht er mit einer normalen Straße hier so eine Schleife rein. Ist da gerade auch wieder schön connecten. Auch hier. Da hätte ich dann auch gerne mal so eine Connection hier rüber. So, und dann brauchen wir das auch noch beim Bahnhof. Da gehe ich aber erstmal mit einer schmalen Straße. Wie das so außen rum geht. Dann machen wir hier so eine Kurve. Fahren dann hier so vorbei. Das wird verbunden. Da schließen wir da unten ein. So, dann machen wir das hier. Na. Machen wir das so. Gleiches Spiel machen wir dann hier auch nochmal. Okay. Gut. Du musst hier leider weichen, denn da kommt eine Haltestelle hin. Erstmal so eine generische. Ah shit, jetzt bin ich höher gegangen. Vielleicht mal maximale Größe. Gut. Dann braucht man hier noch ein paar Busstationen. Gebäude, Passagier. Wie fahren wir denn da? Ich würde sagen, machen hier mal den ersten Halt. Hier so den zweiten. Dann hier schon mal den dritten, damit sie hier ausbauen. Und hier nochmal einen Halt. So, und das Straßensegment da werden wir mal kurz upgraden. Achso, ja, Tramgleis können wir gerade mitziehen. Können wir gerade überall machen. So, und wo mache ich das Tramdepot hin? Ist das hier rein? Ist eine Seitengasse? Aber das sieht nicht so aus. Nee. Aber hier unten. Da steht jetzt kein. Dann braucht man hier noch einen Anschluss. Wo hast du jetzt da Oberleitung ohne? Hast du keine Oberleitung? Ja, hast du keine Oberleitung. Gut. Dann machen wir das Ganze da gerade nochmal. So, dann braucht es eine Linie, Lokallinie, nachdem das Auto sehr vorbei ist. Von da nach da, nach da, nach da, nach da und wieder retour. Gut, dann haben wir hier
Unsö, Winzel, Mini 1. Und dann hätte ich gerne noch eine Regio, oder ist das schon wieder Intercity? Ich sag, das ist eine Regio. Das ist der R01. Wo bleibt der hier stehen? Der bleibt da stehen. Und wo bleibst du da stehen? Ist okay für mich. Und nimmst alle zwei. Wunderbar. Dann schicken wir da mal ein paar Trams raus. Was nehmen wir denn da? Ich würde Wiener Typ A in Einzeltraktion. Vier Stück. Gut, Züge. Da haben wir ja erstmal das temporäre Depot. Nehmen wir das da. Wir müssen noch ein richtiges Depot bauen. Bin aber noch überlegen, wo wir das hinmachen. Und ich würde jetzt mal mit einem Triebwagen gehen. Irgendwas, was nicht so teuer ist. Die haben wir noch nicht. Der ist mir zu langsam. Brighton Valley will ich auch fahren lassen, aber da brauchen wir Third Rail. 80 Schnelltriebwagen. Würde ich aber gleich sagen. Wir machen da einmal Diesel mit Beiwagen. Das ist ein bisschen unrealistisch, weil er natürlich so nicht wenden kann. Zumindest auf der Strecke jetzt hier so nicht wenden kann. Da brauchen wir hinten nochmal einen. Aber für das haben wir das Geld nicht. Noch nicht, also müssen wir den Zug noch anpassen. Und sagen R01. Ja, nachdem wir eh schon bei 27 Minuten sind, würde ich sagen, machen wir dann die Mitfahrt. Ich sag da erstmal nichts mehr. Wir sehen uns dann bis zur nächsten Folge und schauen uns mal die Strecke an. Also, bis dann. Ich glaube, ich werde dann noch, ich weiß nicht, verabschieden, aber ich glaube, wir machen dann noch Vorsignale und so weiter, irgendwann und Geschwindigkeitstafeln. Aber ich glaube, das mache ich offscreen. Aber bis jetzt scheint die Strecke eigentlich gelungen zu sein. Kurvenreihen sind auch ganz schön. Und da sind wir da. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal hier im Let's Play.